Captain Watanabe. Ich habe endlich den Beweis. Du musst schnell zum Feast Center in Chinatown. Was werde ich da finden? Eine nette Dame namens May Parker. Und in Lees Büro sind echt seltsame Sachen versteckt. Hör zu, er hat einen weiteren Angriff geplant. Wo? Wann? Da arbeite ich noch dran. Aber er will etwas mit dem Namen Teufelsatem verwenden. Das klingt gefährlich. Was ist das? Eine von Oscorp hergestellte Substanz. Vielleicht eine Art Biowaffe. Ich habe einen Ordner voller Informationen darüber. Ich behalte ihn erstmal. Ich schicke so bald wie möglich Kopien. Okay, wir sehen uns sein Büro an. Wenn die Beweise ausreichen, gebe ich eine Fahndung raus. MJ, hey. Ich wollte mich mal melden. Peter, hey. Kann ich dich zurückrufen? Das interessiert dich sicher. Warte, warum flüsterst du? Ich bin nur gerade beschäftigt. Wie wäre es mit Abendessen? Bei mir? Oh, klar. Ich koche auch. Cool. Bis dann. Warte, weißt du noch, wie du mir über Lees Verderben durch Berührung erzählt hast? Ich glaube, ich habe das gesehen. Wie? Ein paar nette Obdachlose haben mich angesprungen. Ihre Augen glühten. Und Yuri hat mir etwas Ähnliches über die Wache erzählt, die Schocker freigelassen hat. Schocker hat für Lee gearbeitet? Es hängt alles zusammen. Ich habe noch mehr Infos. Aber da reden wir beim Essen drüber. Ja, bis dann. Abendessen. Was soll ich kochen? Die Kameras sind nicht billig. Wenn Felicia knapp bei Kasse ist, warum lässt sie dann hier liegen? Ich liebe es, wenn du mich jagst, Spinne. Irgendwann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Und bitteschön. Blackhead führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. Oh, hi, Doktor. Wie geht's Ihnen? Parker, spannende Neuigkeiten. Kommen Sie ins Labor. Wie, jetzt? Das ist meine Sternstunde. Das müssen Sie unbedingt sehen. Cool, ich bin zum Essen verabredet. Kann ich später kommen? Essen kann warten. Sie müssen das sehen, Peter. Okay. Komme sofort. Ob ich jetzt wieder einen Job habe? Ich kann wohl eine Minute vorbeischauen. Noch ein verpasster Anruf von Doc. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. Einheiten in der Nähe? Zeugen melden Überfall. Beim Meatpacking District wurde ein Vorfall gemeldet. Hallo, Doktor. Hallo, Peter. Es dauert nur eine Minute. Wow. So viel neues Zeug hier. Wo haben Sie die Ausrüstung her? Hab einmal eine Beziehung spielen lassen und ein paar Kredite aufgenommen. Wir fangen wieder ganz von vorne an. Aber dieses Mal wird es anders sein. Sie waren fleißig. Das ist erst der Anfang. Bis jetzt haben wir die Prothetik aus einem völlig falschen Blickwinkel betrachtet. Warum Leute nur wiederherstellen, wenn wir sie auch besser machen können? Okay, das sollte reichen. Bereit? Alles in Ordnung? Verdammt! Das ist alles deine Schuld, Norman, du Verdammter! Na, ich weiß, wen Sie demnächst nicht wählen werden. Sorry. Ich mache immer gern schlechte Witze in angespannten Situationen.
Es ist ein guter Witz, Parker. Ich habe nur ein wenig überreagiert. Nein, keine Sorge. Machen Sie doch eine Pause. Ich räume hier auf und werde schon mal den nächsten Test vorbereiten. Also, ich will nicht indiskret sein, aber anscheinend haben Sie und Norman eine Vergangenheit. Wir beide waren Laborpartner im College. Tja. Und wurden Freunde. Gründeten eine Firma. Wir beide wollten die Welt, naja, verändern, nur auf verschiedene Weise. Moment. Sie waren früher bei Oscorp? Ich stecke sogar mit im Namen Oscorp. Früher in der Schule nannten uns alle nur die O's. Ein Korb noch dazu und, tja, einprägsamer Name. Warum haben Sie aufgehört? Norman wurde immer besessener von der Genetik. Er begann mit einem Projekt, das ich unethisch fand. Und es kam zum... Es wurden Anwälte eingeschaltet. Ich ging und dafür gab es einen Vergleich. Aber das Geld reichte nicht sehr lange. Und seitdem bin ich auf Zuschüsse angewiesen. Wenn dieses Projekt nicht funktioniert... Keine Sorge, das wird es. Ich werde das hier schnell aufräumen. Ich mache frischen Kaffee. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Kontrolleinheit. Könnte ein Kurzschluss sein. Nicht gut. Muss den Schaltkreis umleiten. Oh, dieses Mal haben Sie die Ehre. Ich glaube, wir haben's. Nächster Schritt: neurale Schnittstelle. Das ist ziemlich viel Arbeit für einen ganz allein. Kommen Sie zurecht? Offensichtlich nicht, wie sich heute gezeigt hat. Ich habe nämlich noch keinen neuen Job. Ich kann sie nicht. Ich weiß. Ist schon okay, keine Sorge, mir fällt schon was ein. Was ist schon Geld, wenn man die Welt verändern kann? Auf die neue Welt. Verpasster Anruf von MJ. Hey, Doktor, ich muss gehen, aber ich komme später wieder. Keine Sorge, die Arbeit läuft ja nicht weg. Was ist das? Parker, wir haben uns auf den Gliedmaßenersatz konzentriert. Nerven mit abgetrennten Gliedmaßen verbunden und deren Funktion repliziert. Aber warum geben wir den Leuten nicht etwas völlig Neues? Etwas, das unseren Köpfen entspringt. Uns alle von unseren Körpern befreit und die unglaubliche Macht unserer Gedanken entfesselt. Moment, ist das das Raft? Arbeiten Sie für das Hochsicherheitsgefängnis? In der Tat. Sie holen Angebote für die Modernisierung Ihres Sicherheitsnetzes ein. Ich könnte es versuchen. Lukrativer Vertrag, eine schwierige, aber interessante Aufgabe. Doc arbeitet an einem subkutanen Verabreichungsverfahren. Vielleicht um Abstoßungen zu vermeiden. Aber das ist eine verdammt große Nadel. Kriegt der 3D-Drucker auch einen Netzschießer hin? Komisch, ist mir nie eingefallen. Was ist das alles, Doc? Sieht wie eine Panzerung aus. Verteidigungsprototypen. Faszinierend, wirklich. AIM hat mich um Arbeitsbeispiele gebeten. Warum sollte ich ihm meine Genialität vorenthalten? Das war ein Witz.
Viele lange Nächte in diesem Labor. Zum Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Mehr von den Käsewürfeln wäre allerdings nicht schlecht gewesen. Ich erinnere mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch. Ich hatte Flecken auf meinem Hemd und war 10 Minuten zu spät, weil ich einen Überfall verhindern musste. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Doc mich eingestellt hat. Ich hoffe, er bereut es jetzt nicht. Interessante Methode zur strukturellen Verstärkung. Auf traurige und kranke Weise war der Anschlag im Rathaus auch für was gut. Normans Umfragewerte sinken. Die Leute merken langsam, dass ihr geliebter Bürgermeister nur an sich denkt. Manchmal ist eine Tragödie nötig, um die Leute aufzuwecken. Um das Monster zu enttarnen, das sie selbst gewählt haben. Ich wünschte, Doc wäre nicht so auf Norman fixiert. Wirklich toll, dass ich nach der Zwangsräumung hier Sachen lagern darf. Ach Peter, Sie führen Buch über Spider-Mans Feinde. Schlau. So können wir leichter Gegenmaßnahmen entwickeln. Ein Panzer auf 2 Beinen. Mit Rhinos gesammelten Sachbeschädigungen könnte man Manhattan 3-mal zerstören. Vulture könnte der klügste Kopf an dieser Wand sein. Nicht klug genug, um 3-mal lebenslänglich zu vermeiden, aber trotzdem ziemlich gewitzt. Die humorlose Grimasse wird mir fehlen. Bei unserem letzten Kampf hat Scorpion gefragt, ob er mir mal zeigen soll, was ich in meinem Schädel habe. Ein echter Witzbold. Electro war mein erster Schurke mit echten Superkräften. Vorher gab es nur normale Typen in schicken Anzügen. Electro war anders. Ganz anders. Advanced Idea Mechanics. Doc, wollen Sie wirklich Zuschüsse von AIM annehmen? Ihr Ruf ist recht fragwürdig. In der Not schmeckt jedes Brot, Peter. Wenn wir etwas vorzuweisen haben, suchen wir neue Finanzpartner. Doc erdenkt wirklich eine bessere Version des Menschen. Eine neurale Schnittstelle ist gewagt, Doc. Gewagt, aber notwendig. Wenn unsere Prothesen nicht mühelos verwendbar sind, haben wir versagt. Wir schaffen das, Peter. Wir müssen. Die Mikrokabel für die Stimulation der Muskulatur könnten neu verknüpft werden. Mit einem Schraubenschlüssel oder Hammer. Die Werkzeugkiste wortwörtlich stets zur Hand. Ich weiß nicht, die Geldgeber gefallen mir teilweise nicht so recht. Wissenschaft ist immer Risiko. Und dem Risiko sollte man sich stellen. Sorry, ich habe deinen Anruf verpasst. Steht unser Essen noch? Essen? Oh, ja, ich wollte eigentlich etwas anderes, aber ja, reden wir beim Abendessen. Mein Angebot, bei dir was zu kochen, gilt noch. Tatsächlich? Tja, ich liebe das Risiko. Ich habe noch zu tun, aber ich kaufe dann ein und melde mich, wenn ich zu Hause bin. Okay, bis bald. Okay, Abendessen bei MJ. Geringe Erwartungen. Das muss doch klappen. Dann bin ich wohl selbstständig unterwegs, bis sie anruft.
Hey, meine Mark One-Netzschießer. Ich habe die Speicherkapazität seit damals stark verbessern können, aber das Design ist das gleiche. Die Dämonen haben eine Bombe in einem Auto. Ich muss sie aufhalten. Wenn das mal nicht meine liebste Bande maskierter Psychos ist. Endstation. Bombe im Laster. Ich muss sie von den Zivilisten wegbringen. Diesen Film mit der Bombe im Bus. Wie hieß der nochmal? Tempo? Superschnell? Nein, das war's nicht. An alle Agents im Tenderloin, wie lautet Ihr Status? Dämonen greifen Außenposten Romeo an. Schickt Verstärkung. Also Triple J, früher dachte ich, dass sie übertreiben, wie gefährdet unsere Stadt ist. Aber nach dem Bombenattentat im Rathaus muss ich zugeben, sie hatten recht. Das höre ich in letzter Zeit oft. Man gratuliert mir. Aber ich will keine Gratulation. Ich hätte mich sehr gerne geirrt. Noch lieber wäre ich in einer Position gewesen, in der man auf mich gehört hätte und hätte gehandelt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt auf mich hört. Also müssen besorgte Bürger wie Sie und ich uns Gehör verschaffen. Stehen Sie auf! Holen Sie sich Ihre Stadt zurück! Nur so können wir uns sicher sein, dass es Gerechtigkeit geben wird. Und in indem Sie mir jeden Tag zuhören! Bootteams, wie ist die Lage in unserer Position im West Village? Zentrale Kontrollpunkt wird angegriffen. Es sind die Dämonen. Black Cat war hier. Sie war das persönlich, als ich sie das erste Mal erwischt habe. Oder hat sie mich erwischt? Das kann nicht nur ein raffinierter Flirt gewesen sein. Hat sie noch nichts von Dating-Apps gehört? Sie plant da was. Das ist die Wohnung von Ty Stone. Da ist alles voll mit unbezahlbarer Kunst. Du spielst mit dem Feuer, Felicia, aber da stehst du drauf. Hey, MJ. Okay, ich habe ein paar Sachen für uns eingekauft. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich komm dann rüber. Mach dich auf was gefasst. Meine Abschlussballblume ging im Kampf mit Fisk kaputt. Symbolisiert ein bisschen mein Glück in der Liebe. Peter! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Das ist die richtige Adresse. Die Männer sind alle bewaffnet. Was ist das hier? Dieses Büro. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das?
Welcher Trottel räumt sein Zeug nicht weg? Garantiert Happy. Bezahlt Martin Lee wirklich den Boss? Ja. Wir bauen diese Kriegsbestie für Lee und Lee finanziert dafür den Boss. Win-win. Wisch mal besser die Schlacke von der schlampigen Schweißnaht. Wenn der Boss das sieht, ist er sauer. Hey, Rick! Der Boss will mit dir reden. Geh rein! Ich muss in dieses Büro. Was macht denn der Boss mit dem Geld aus diesem Lee? Was bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Schon mal probiert. Vorsichtig. Was war das für ein Geräusch? Immer sachte. Welches Fahrzeug braucht so große Reifen? Niemand da. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Der Typ da geht nirgendwo hin. Hey, ich hab was gehört. Was ist das? Eine Art militärische Ausrüstung? Das Büro muss rechts von mir sein. Schön vorsichtig jetzt. Sehen wichtig aus. Alchemax. Kommt mir bekannt vor. Was ist da drin? Karte und was? Lee merkt das nie. Tombstone. Hast recht, Rick. Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Ja! Wie überaus enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. In dieses Büro. Was war das? Jetzt komm schon. Geschafft. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzerwagen? In diesem Büro muss doch noch irgendwas sein. Und los geht's. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Holt das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Okay, ich möchte sagen, tu das nie wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst, hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich.
Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja, Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja, ich werde recherchieren. Also, ich dachte, wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Wie Spider-Girl? Spider-Woman? Nein, Woman. Kein Sidekick. Als Partnerin. Oh. Oh nein, nicht schon wieder! Hey, dein Verbrechensystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Da geht's. Hey, ich bin's. Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Mal sehen. Finanzvorstand bei Oscorp. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Single. Bekannt für seine Kunstsammlung. Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufelsatems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Ich glaube, Lee könnte etwas noch Schlimmeres als beim Rathaus planen. Also, sind wir jetzt Partner? Fühlt sich zumindest so an. Partner! Klingt gut. Okay. Bis dann, Partner. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Drin sind vermutlich noch mehr. Ihr Jungs bleibt hier. Da hat es jemand eilig. Spider-Man! Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Quick, quick, guys!
Ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Guter Kampf. Der Wille war da. Aufzug geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Okay, fast geschafft. Aus dem Licht bleiben. Immer mit der Ruhe. Hohes Gebäude. Brandbomben? Im Ernst? Bewegung! Oh-oh! Nicht gut. Da ist Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Er wird nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Lichter aus. Gut gemacht, Pete. Okay, geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Versuchen wir es nochmal.
Gefahr gebannt. Hinter was waren die her? Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Los, los! Halt, der Aufzug ist... Bin gleich da! Fast erwischt! Versuchen Sie, langsamer zu fallen! Hab Sie! Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut, gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist es ja doch ganz hübsch. Hey, Yuri. Alles okay? Ja, aber ich habe nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben. Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und habe schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst... Spider-Corp. Yuri? Das ist nur fair. Peter, was ist mit Standish? Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen? Sie haben einen Namen gesucht. Hast du was zum Schreiben? Ja, los. Dr. Isaac Delaney. Okay, wer ist das? Was ist mit ihm? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ich bin dran. Gib mir nur einen... Ach, bevor ich's vergesse. Du hast diesen Tracker von Tombstone bei mir vergessen. Ich bringe ihn zu Dr. Octavius' Labor und sage dir, was ich über Delaney habe. Wäre typisch New York, wenn es um einen Parkplatz ginge. Nachricht von Doc. Verzeihen Sie den späten Anruf, ich platze vor Ideen. Wir haben zu klein gedacht, Peter. Warum fehlende Gliedmaßen durch Kopien ersetzen, wenn wir sie verbessern können? Wer einen Arm verloren hat, will ihn natürlich zurück. Aber wir können etwas Besseres bieten. Der menschliche Körper muss nicht unser Standard sein. Wir können darüber hinausgehen. Denken Sie mal darüber nach. Doc reibt sich wirklich auf. Hoffentlich überanstrengt er sich nicht. Hey, hast du Zeit, etwas für mich zu überprüfen? Nein, aber wenn du nicht fragst... Uns wurde eine verdächtige Kiste auf einem Dach in Hell's Kitchen gemeldet. Ich könnte das Bombenkommando rufen, aber wenn das nur ein Schulprojekt von ein paar Kids ist... Ja, ich weiß. Budgetkürzungen, bla bla bla. Also? Kannst du bitte mal nachsehen? Da war ja das Zauberwort. Ich hoffe, es ist irgendein Schulprojekt. Mann, ich vermisse das. Schulprojekte sind so viel einfacher als echte Projekte. Benötigen zusätzliche Einheiten zur sofortigen Verfolgung verdächtiger Fahrzeuge. Gemeldeter Ort ist das Modeviertel. Over.
Sieht militärisch aus. Schräg. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Mein Netz hat das ganz gut abgedämpft. Noch eine! Beeilung! Ungelogen, ich bin gerade ganz schön zufrieden mit mir. Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst zu ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Delaney sieht wie einer meiner Feinde aus. Mal sehen, welcher er ist. Alle tragen Kostüme. Wie ich. Dr. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Hey, sieh uns an! Wir sind Spider-Bros! Sieh dir meine Moves an! Tschu, tschu, tschu! Hey, was ist das für eine weiße Spinne? Hast du den Anzug im Ramschladen gekauft? Wow! Im Ernst, ich hatte ganz vergessen, dass Halloween ist. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, mein Nemesis. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Das ist ein Ende, Spider-Man. Jetzt hab ich dich. Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheißer. Sieht okay aus. Kaka! Kaka! Esst! Esst, meine lieben Kinder! Ich kann euch nicht hören! Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Esst! Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er! Die Echse mit dem Kittel! Hey, hier drüben!
Schaut mal, da ist Spider-Boy. Ich bin dein Erzfeind, also kämpfen wir. Vielleicht später. Was ist denn Spider-Memme? Angst vor meinem mächtigen Horn? Was bist du? Komm schon. Hey, ja. Kämpf! Kein um, Spider-Man! Ja! Was zum Teufel? Oh, Mist! Oh mein Gott! Das wird ein abgefahrener Livestream. Auf ihn, Spidey! Yeah! Was willst du? Immer sachte. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Das ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Lass ihn los! Kopf unten halten! Oh mein Gott! Geht's allen gut? Ja. Gut. Fröhliches Halloween. Machen wir's kuschelig. Haben Sie die Lenny hingebracht? Da ist Dr. Delaney. Wer sind Sie? Sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Die Show ist vorbei, Lee. Anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Sein Name. Dr. Morgan Michaels. Danke.
Das waren alle. Ich muss Lee finden. Mit den Leuten getan. Das wird schon wieder. Nicht der schon wieder. Vertrauen Sie mir, ist zu Ihrem Besten. Falls es hilft, das tut mir echt leid! Juri, du musst mir helfen. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Spider-Man, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay. Ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt.